packt eure Taucherbrillen raus, schnallt euch Schwimmflossen um. Wir tauchen jetzt hinab in die unendlich weiten Tiefen bis zum tiefschwarzen Grund unserer Seele. Und damit willkommen bei Deep Dive, dem Format, in dem wir unsere Serie auseinander analysieren. Deep Dive. Im Intro, als sie Lex von dem Jorvik-Championat erzählt. Ach ja, stimmt. Also eigentlich in der letzten Folge. Ja, genau. Und jetzt kommt Tessa schon wieder vor. Ach stimmt, Lex hat ihr auch doch angeboten, mal wieder vorbeizukommen. Ja, genau. Und das hat sie dann halt in der nächsten Folge wahrgenommen. Ach so, genau. Lex hat ja beide schon gesattelt. Ha, ich habe extra die Helmszene mit reingenommen. Das war deine Idee. Mhm. Das weiß ich auch noch. Und dann kommt das Intro. Ja, das Ding ist, dass wir ja eigentlich noch Aufnahmen gemacht hatten, wie die reiten. Ja. Aber... Dann wäre es zu lang geworden. Nee, das... Wir haben so ein Rennen gemacht. Ach so, ja. 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 Ich stimmt, das so, war aber diese Aufnahmen, die dabei entstanden sind, waren einfach... Grottig. Der größte Scheiß. Oder so. Mhm. Man konnte es nicht verwenden. Also wirklich, beim besten Willen nicht. Das war einfach nur schlimm. Wir haben dieses, wo man vorher dieses über die Stangen... Das Rennen, was SSO ganz neu hinzugefügt hat. Ja, das neue Rennen hatten wir gemacht. Als Highscore-Rennen. Oder Gruppenrennen. 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 Das war aber die dümmste Idee, die wir hier hatten. Und übrigens spreche ich Lex und Tessa in der Szene. Ich habe nur meine Stimme bearbeitet. Mhm. Stimmt, weil sie wird ja dann von jemand anderem gesprochen. Ja. Was bestimmt auch gar nicht auffällt. Mhm. Aber ich dachte mir, war ja nur ein oder zwei Sätze. Also ja, es war halt ganz am Anfang. Ein Satz oder so war das. Ja. Deshalb ging das ja. Und stimmt, da hatte ich dann ja noch die Szene, wo Tessa noch alleine reitet. Ach ja, stimmt, weil Alma kommt dann ja. Alma kommt jetzt ja und sieht Tessa reiten. Ja. Und ist eventuell ein bisschen eifersüchtig. Ja, das vielleicht auch. Ach ja, ach warte mal, war das jetzt... War das der Übergang? Ja. Hast du das gesehen? Ja. Sie hat gerade die Arme hochgemacht. Ja. Macht sie dann runter und dann ist die nächste Szene. Ja. Willst du dafür jetzt einen Keks? Ja, das war mir schon wichtig. Mhm. Und das war jetzt übrigens die Szene, die wir neu drehen mussten, weil ich vergessen hatte aufzunehmen. Ah. Echt, die mussten wir neu drehen? Ja. Okay. Ja. Kann sein. Das ist halt das Blöde, wenn man, da hab ich ja alles noch auf einem Bildschirm gemacht. Das stimmt, ja. Der zweite Bildschirm kam ja erst später dazu. Ja, das ist ein bisschen problematisch mitgelaufen. Aber jetzt ist ja eigentlich so das erste Mal, dass Alma nicht ganz so schnippig unterwegs ist. Ja, weil sie jetzt was will. Von Lex. Richtig. Sie sieht es jetzt ja dann doch ein, dass Reiten halt doch nicht so einfach ist, wie es meistens aussieht. Ja, und dass man da doch ein bisschen was braucht zu. Und die Szene mag ich. Ach so, die Hardcore kommt. Also jetzt ist ja quasi so ein bisschen Almas Umstyling. Zum Teil. Und Anna hatte darauf bestanden, dass Alma die Sonnenbrille trägt. Ja. Weil ich fand, das passte. Ich hatte schon so im Kopf, dass man da so eine Slow-Motion-Szene draus macht. Mhm, ja. Und ich fand, das passte einfach. Die Sonnenbrille musste schon sein. Ja. Stimmt dir einfach zu. Die Szene sieht ja auch super aus. So ist es nicht. Wobei Lex ist, glaube ich. Ja, Lex ist halt nicht so begeistert. Ja. Sagen wir einfach nur ja dazu. Obviously. Sie ist so gar nicht begeistert, aber... Kann ich nicht so. Aber ich glaube, für Lex ist so das Schlimmste eigentlich, dass Alma halt eben ihr Beanie trägt und keinen Helm. Ja. Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Nicht mal, dass sie und eine Sonnenbrille trägt. Und das ist auch sehr unverantwortungsvoll. Also das sollte man nicht nachmachen. Richtig. Immer bitte einen Helm tragen beim Reiten. Aber Alma trägt später auch einen Helm. Also keine Sorge. Sie lernt was dazu. Sie lernt was dazu. Vielleicht, ist es auch einfach so, dass sie müde des ganzen Tadels wurde von Lex. Man weiß es nicht so genau. Sein. Man weiß es nicht so genau. Das könnte sein.
Alex hat ja wenigstens ihren Helm auf. Ganz ja, sie kann ja nicht predigen, dass sie immer einen Helm tragen soll, aber Alex selbst gut, tut außer nicht. In der einen Szene, aber da sieht man das ja nicht. Da richtig, das ist ja egal. Das weiß man ja auch erst nach der ersten Analysefolge. Ich weiß auch noch, dass ich da nicht so Bock hatte, das zu schreiben, diesen Dialog, und dann habe ich dir das einfach überlassen. Ja. Vom wie man am besten... Ja, reitet. Ich habe da eigentlich den größten Scheiß, an den ich mich erinnern konnte, als ich selbst noch im Reitunterricht war, habe ich zusammengeschrieben und dachte mir so, war. Ja, macht schon Sinn. Ja, also ich habe mir auch so durchgelesen und es klang eigentlich recht plausibel. Ja. Und auch so ein bisschen, was ich halt so mitbekommen habe. Und woran man sich noch erinnern kann, weil die Zeit ist ja auch schon etwas länger her, als wir beide. Und bei Lakritz funktioniert es ja scheinbar. Ja. Also, kann es ja nicht so verkehrt sein. Nee, also so für den Anfang. Für den Anfang klappt das auch dann ganz gut. Das Ding ist, dass jetzt ja sogar schon direkt der Anruf kommt von Emily. Ah, stimmt. Da, wo es dann so Probleme gab beim Rennen an, ne? Weil in der Bearbeitung sah es noch so aus wie gewollt, aber dann hat es ja doch nicht so funktioniert. Hast du irgendwas zu erzählen gehabt? Eigentlich sollte es ja so sein, dass man Alma und Emily nebeneinander sieht. Mhm. Also, dass der Bildschirm eben geteilt ist. Ich habe halt so eine Voreinstellung benutzt und das sah auch eigentlich ganz gut aus. Mhm. Im Vorschau-Dings. Mhm. Da hat es halt auch funktioniert. Beim Rendern hat es aber schon echt rumgezickt. Also da musste ich schon so ein paar Sachen nochmal neu machen. Aber dann dachte ich so, als es halt einmal durchgegangen ist, okay, dann hat es jetzt ja funktioniert. Dann habe ich halt die ganze Folge gemacht, wo es natürlich auch wieder Probleme gab. Wie immer. Ich hatte dann auch absolut keinen Bock mehr, habe dann die Folge halt hochgeladen und habe es mir dann angeguckt und habe dann so gesehen, dass er das halt gar nicht mitgerendert hat, dass der Bildschirm geteilt. Ja. Also, ich weiß auch nicht, warum. Der mochte diese Voreinstellung einfach nicht. Also, keine Ahnung, wenn ich es wahrscheinlich irgendwie selber gemacht hätte, hätte es vielleicht funktioniert. Hm. Aber ich hatte da ehrlich gesagt auch einfach keine Lust drauf. Ja, aber verständlich. Aber mich damit nochmal rumzuprügeln. Vielleicht. Vielleicht später irgendwann mal sollte sich nochmal die Möglichkeit ergeben, dass da so ein FaceTime-Call, sag ich mal, zustande kommt, oder wir lassen es einfach geflissentlich raus, weil wir wissen, dass Anna keinen Bock dazu hat, was verständlich ist. Es ist halt, also vielleicht mit einem anderen Bearbeitungsprogramm, wo es einfach besser funktioniert. Ein Programm, was halt schon mehr Voreinstellungen hat, die es auch mag. Und nicht beim Rendern einfach abbricht. Ja, damit würde es wahrscheinlich sogar auch relativ einfach funktionieren. Hm. Aber damit... Damit nicht. Nein, es ist einfach nur nervig. Also. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass der Text bzw. die Sprache dann ein bisschen verschoben ist? Dass teilweise Emily spricht, aber man sieht auch einmal. Ja, wobei das hier gar nicht mal so schlimm ist. Also dadurch sind dann wenigstens auch nicht wieder so ganz viele Videos Cuts halt drin. Ja. Ich sehe halt gerade dadurch, dass ja dann aber der ganze Bildschirm hier eingestellt ist, sieht man jetzt hier im Hintergrund die ganze Zeit jemanden lang reiten. Der halt die Rennen macht. Aber sie rennt immer von einem und dann wieder zurück. Hm, da macht sie vielleicht, hat die Person da vielleicht eine Quest gemacht? Das könnte auch sein. Hm, wer weiß. Aber irgendwann müsste man auch jemanden sehen, den man sogar sehen soll. Irgendwann, eventuell. Ja. Wobei das ist... Ach so, und hier haben wir ja auch das erste Mal noch wen anders dabei. Stimmt! Ja, weil... Stimmt, Emily wird ja gesprochen. Emily hat eine Stimme bekommen. Genau. Mhm. Sie hat eine Stimme bekommen und die ist nicht von uns beiden, sondern von... einer Freundin. Ich weiß nicht, wie ich sie jetzt nennen soll. Soll ich jetzt Lydia sagen? Ja, nenn einfach den SSO-Namen. Ich glaube, damit wird sie kein Problem haben. Ja, okay, also von Lydia Rainbridge gesprochen, die sich spontan dazu bereit erklärt hat. Damit, Und am Ende ist sie ja jetzt doch involvierter als eigentlich am Anfang geplant. Mhm. Das stimmt. Solange es bei ihr aber auch die Zeit zulässt. Genau, also es war auf jeden Fall sehr gut, dass sie das übernehmen konnte. Mhm. Weil es wahrscheinlich komisch gewesen wäre, wenn ich Emily gesprochen hätte oder wenn du sie gesprochen hättest. Ja. Hätte nicht so gut. Ach so, Alex ist ja auch gerade schon da, sehe ich. Ja.
Und sie hat die Pläne von Alma und Emily mitbekommen, zumindest zum Teil. Ja, weil Alma ja abhauen will. Ist ja alles ein bisschen egal. Wobei sie ja jetzt schon so ein bisschen zeigt, wäre eigentlich doch nicht so geil, wenn ich jetzt abhauen würde. Eben ist so, sie überlegt sich das gerade nochmal. Ja. Aber das gibt sie natürlich nicht vor Lex zu. Natürlich nicht. Warum sollte sie das? Das finde ich auch wieder sehr dramatisch, wo wir dann auch so ein bisschen die Gesten mit benutzt haben. Ja. Ich finde, wir sollten die auch generell mehr benutzen. Verwenden. Also wir haben sie ja schon ab und zu verwendet, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch ausbaufähig gewesen, solange sie halt eben passen. Ja, wir könnten sie definitiv noch mehr verwenden. Ja. Aber ich finde, diese düstere Übergangsszene ist auch... Es ist düster. Es ist düster. Die düstere Übergangsszene. Du merkst direkt so, ach, das war jetzt gerade heftig. Mhm. Und das findet Karin ja auch. Sie ist ein bisschen angepisst. Ein bisschen. Naja, das Ding ist halt, Alma und Lex haben sich ja eigentlich sowieso 24/7 theoretisch nur in den Haaren irgendwie gehabt. Und Karin hat dann halt da wirklich die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, voll. Und der Streit hat ja auch nicht aufgehört. Eben. Bis zu dem Zeitpunkt. Und deshalb werden sie jetzt verbannt. Und da blendet die Kamera auch schon aus. Beziehungsweise fährt hoch. Mhm. Und dann sind die beiden in der nächsten Folge richtig motiviert. Wobei ich sagen muss, dass Folge 5 ist uns echt gut gelungen. Naja, ja, und Folge 5 wird es ja auch schon ein bisschen spiciger. Ein bisschen. Sag ich mal so. Ne? Also man erfährt ja schon so ein bisschen was, was früher oder später ausschlaggebend ist. Aber die kommt ja erst jetzt am Dienstag, ne? Ja, aber es ist auch das nächste, was wir analysieren können. Dann können wir das ja machen. Ich will sie mir jetzt auch irgendwie wieder angucken. Ja. Nicht verrecken. Ich mach mir mal kurz Licht an. Wofür brauchen wir denn Licht? Es wird hier dunkel. Und du schläfst fast ein. Ich schlafe nicht ein. Ich gehe online, mittwochs, sehe mir das Update an und gehe wieder offline. Ja. Lustige Zahnarzt-Stories aus meinem Arbeitsalltag. Ja, 2 Minuten auf YouTube rumgestöbert. Upsi, schwupsi. Und schon wieder gelästert. Nein. Ja. Ja. Heute ist ja Neujahr. Ja. Neujahr bedeutet McDonald's-Tag. Oder Burger King, da gibt es halt mehr Vegetarisches. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade schon an Nettie gesagt, es gibt ja Veggie-Burger. Bei Burger King gibt es ganz viele. Und hier fahren, und dann kannst du gucken, was das ist. Du hast so ein Schwert. Ja. Es ist echt enorm, gell? Da muss ich mich ja komplett anziehen. Wieso? Hey, kann man schon. Ach so, okay. Hey, sie fällt ja nicht mit dem Weg rein. Ja, das will ich nicht. Ach so. Ja, ich bin ein Sensibelchen, was das angeht. Ja gut, aber ich würde mich das auch nicht trauen, da reinzufahren. Ich meine, ich habe es einmal gemacht. Es war schrecklich. Ja, glaube ich. Es liegt gerade. Ist das verfressen, wenn ich dann auch noch Nuggets habe? Nein, nein. Glaub mir. Den Long Chicken. Ja. Und die Nuggets dann, oder noch? Mit, also wie viele und was für eine Soße? 9? Ja. Die haben einen Chicken Nugget Burger. Miau.